Verwirkung bei Patenten. Wann sind Ansprüche eines Patentinhabers gegenüber Verletzern verwirkt? Ich bin Rolf Klesen, Partner bei Fallschirm und Partner und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich, wann die Ansprüche eines Patentinhabers gegenüber einem potenziellen Verletzer oder einem Verletzer verwirkt sind. Was ist überhaupt Verwirkung? Wenn ein Patentinhaber von einer Patentverletzung Kenntnis hat und dann über einen gewissen Zeitraum nichts dagegen unternimmt, dann kann er unter Umständen bestimmte Ansprüche gegen diesen Verletzer nicht mehr durchsetzen. Und das nennt man dann Verwirkung. Was sind nun überhaupt die Voraussetzungen für Verwirkung? Unter welchen Umständen können welche Ansprüche verwirkt sein? Eine der Voraussetzungen ist, dass sich der Patentinhaber so verhalten muss, dass sich der Patentverletzer darauf einrichten konnte, dass der Patentinhaber gegen den Patentverletzer nicht mehr vorgehen wird. Also dass er sich zum Beispiel über einige Jahre untätig verhalten hat und weiterhin der Patentverletzer sich auch darauf eingerichtet hat, konkret darauf eingerichtet hat, dass er wohl nicht mehr aus Ansprüchen in Anspruch genommen wird, indem er zum Beispiel Rückstellungen, die er wegen Patentverletzung gebildet hatte, auflöst. Machen wir mal ein Beispiel. Ein Patentinhaber hat eine Lizenz an einen Wettbewerber vergeben aus eben einem Patent und der Patentverletzer, das heißt der Lizenznehmer in diesem Fall noch, kündigt einfach den Lizenzvertrag und verkauft aber weiter die Produkte. Diese Produkte machen Gebrauch von dem Patent, nehmen wir das einfach mal so an, dann konstituiert das eine Patentverletzung. Wenn jetzt der Patentinhaber über, sagen wir mal, 7 Jahre lang nichts unternimmt und gegen den Patentverletzer, der eben weiter fröhlich diese patentverletzenden Produkte verkauft, nichts unternimmt und dann eben irgendwann Rückstellungen wegen Patentverletzung auflöst, dann können die Ansprüche auf Schadensersatz und Bereicherungsanspruch, in der Regel, die sind wahrscheinlich dann verwirkt nach der Rechtsprechung. Die Ansprüche auf Unterlassung sind allerdings wahrscheinlich nicht verwirkt, denn zumindest wenn eine Abmahnung vorausgegangen ist oder wenn eben der Patentverletzer eigentlich genau weiß, dass er in dieses Patent eingreift, dann muss er immer damit rechnen, dass er vom Patentinhaber wegen diesen Patentansprüchen, wegen der Patentverletzung in Anspruch genommen wird. Sodass die Verwirkung von einem Unterlassungsanspruch sehr schwierig ist oder fast nicht vorkommt. Diese Auffassung wird auch dadurch unterstützt, dass ein Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf, der in einem Standardkommentar zum Patentrecht, dem Schulte, zu dieser Sache kommentiert hat, dass die Rechtsprechung, die sich für Designs und Marken rausgebildet hat, dass eben jeder Verkauf eines Produktes immer wieder diese Verwirkungsfrist in Gang setzt, auch für Patente gilt. Das heißt, wenn der Patentverletzer, in dem Fall der Lizenznehmer, der eben gekündigt hat und weiterverkauft, immer wieder Stücke dieser Ware verkauft oder diese Ware immer weiterverkauft, dann wird diese Frist, diese Verwirkungsfrist, die eigentlich eben viele Jahre lang da sein muss, mit jedem Verkauf wieder neu in Gang gesetzt, sodass eben der Unterlassungsanspruch praktisch nicht mehr verwirken kann. Außerdem muss man natürlich wissen, dass eine Verwirkung vor Ablauf der regulären Verjährungsfristen für die verschiedenen Ansprüche ohnehin nicht in Betracht kommt. Und wenn ein Anspruch eines Patentinhabers gegen einen Patentverletzer sogar tituliert ist, also ein Urteil besteht, dann sind die Anforderungen für die Verwirkung noch mal viel höher. Ich hoffe, dass ich in diesem Video erklären konnte, was Verwirkung bei Patenten bedeutet. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich gerne unter diesem Video in den Kommentaren. Und das Wichtigste zum Schluss: Ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.